Insofern kommen wir zum Tagesordnungspunkt 3, Fragestunde der Stadträtinnen und Stadträte. Und ich darf aufrufen, die erste Runde. Es beginnt heute die CDU-Fraktion und ich darf Frau Hannert bitten. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, auf Antrag der CDU-Fraktion wurden Sie am 30. März dieses Jahres beauftragt, einen Kostenvergleich möglicher Volkshochschulstandorte vorzulegen. Ziel unseres Antrags war es, eine detaillierte Gegenüberstellung aller Kosten, also vom Unterhalt des Gebäudes, der Außenanlagebetriebskosten bis hin zu den Zuschüssen an die Volkshochschule, für die aktuellen sowie verschiedene mögliche andere Standorte zu erhalten. Auf Grundlage dieses Vergleiches sollte zeitnah eine Entscheidung über die räumliche Verortung der Volkshochschule als bedeutende Weiterbildungsinstitution in unserer Stadt getroffen werden. Denn perspektivisch kann das Angebot der Volkshochschule nur durch eine grundhafte Sanierung des Hauptgebäudes am Schilfweg oder durch einen Umzug an einen alternativen Standort in dem bisherigen Maße aufrechterhalten werden. Ende 2014 lag der Stadt Dresden ein Angebot zur Anmietung bzw. zum Kauf des ehemaligen Gebäudes der Dresdner Bank am Dr. Külsring vor. Bis heute hat der Stadtrat zu diesem Angebot keine offizielle Kenntnis. Der Kostenvergleich sollte dem Stadtrat zum 30. Juni 2015 vorgelegt werden. Daher habe ich folgende Fragen. Erstens, warum liegt dieser Kostenvergleich bis heute nicht vor und welche Aktivitäten hat die Stadtverwaltung bisher unternommen bzw. welche möglichen Standorte sind aufgrund unseres Antrages in die weitere Prüfung eingegangen? Und zweitens, wie ist die Stadtverwaltung mit dem Anbieter des ehemaligen Gebäudes der Deutschen Bank am Dr. Külsring verfahren? Hat es Verhandlungen mit dem Eigentümer gegeben und ist das Angebot nach nunmehr fast einem Jahr noch aufrecht? Die Beantwortung übernimmt Kollege Feuer. Ja, sehr geehrte Frau Arnert, es ist so, dass wir haben in der Tat bisher noch nichts vorgelegt an Kostenvergleichen. Das hat ganz wesentlich die Ursache auch darin, dass das Objekt, was Sie genannt haben, einerseits nicht ganz optimal ist und andererseits, dass es ein alternatives Objekt inzwischen gab. Ich habe auch gesehen, da wird es gleich noch eine andere Frage aus den Reihen des Stadtrates dazu geben, nämlich das ehemalige Bundesbankgebäude und das ist dort auch schon mal näher unter die Lupe genommen worden. Und insofern waren wir eigentlich auch ganz froh, weil Wettbewerb und Konkurrenz belebt ja immer das Geschäft. Wenn man ein Angebot hat und das vergleichen soll mit dem hier heutigen Status quo, entsteht da keine Wettbewerbssituation. Und hier ist in der Tat jetzt wiederum aber eine neue Situation eingetreten. Das haben Sie sicherlich auch in der Zeitung gelesen, dass das Bundesbankgebäude wie viele Bundesliegenschaften sehr stark erstmal danach abgeklopft werden, inwieweit sie für die Unterbringung von Flüchtlingen geeignet sind. Und insofern sind wir momentan nicht in der Lage, da Vergleiche vorzunehmen, mit dem Gebäude zumindest nicht. Mhm. Es hätte doch aber in der Zwischenzeit wenigstens zu dem anderen Gebäude und dem vor allen Dingen jetzigen Standort eine Art Zwischenbescheid geben können. Warum nicht wenigstens das? Denn das ist nicht transparent, das stand in der Formulierung des Antrags auch sehr deutlich drin. Naja, die Situation war eben die, dass dass die Volkshochschule den Blick eben auf das andere Objekt gelenkt hat, weil es attraktiver war aus Sicht der Volkshochschule. Und insofern waren wir auch ganz froh, dass wir dass wir zumindest eine Wettbewerbssituation theoretisch konstruieren könnten. Da sind wir jetzt aber leider abgestorben mit dem Thema aus eben schon beschriebenen Gründen. Ich muss auch dazu sagen, im Moment haben wir ja ohnehin die Situation, dass wir für die Volkshochschule weder für eine Anmietung noch für eine Sanierung weder
Geld im Haushalt aktuell eingeplant haben, noch mittelfristig. Und wir müssen uns, glaube ich, sehr stark darüber unterhalten bei der nächsten Haushaltsplanung, die wir im nächsten Jahr ja machen, inwieweit wir für 17 und 18 dort eine entsprechende Grundlage schaffen können, um da in dieser Frage weiterzukommen. Genau das stand in der Frage ausdrücklich drin, dass es darum geht, nämlich nicht hauruck entscheiden zu müssen, sondern mal langfristig Entscheidungen zu treffen. Vielleicht wäre es ich bitte darum, bei solchen Sachen dann wenigstens zwischendurch eine Zwischeninformation zu geben, gerade wenn es Gründe gibt dafür, dass die Sachen noch nicht vorliegen. Und ich sage Ihnen mal zu, dass wir eine Zwischeninformation Ihnen abgeben. Um die Nachreichung wenigstens der aktuellen Kosten würde ich bitten. Danke. Als nächster Fragender ist Fraktion Die Linke und er ist Herr Scholbach. Ja, Herr Oberbürgermeister, ich werde der Versuchung widerstehen, jetzt auf Ihren Ausfall zu reagieren und werde meine Frage stellen. Der Stadtrat hat im Juli die Einführung des Dresdner Sozialtickets beschlossen. Ich habe in der vergangenen Stadtratssitzung diesen Gegenstand schon einmal thematisiert. Damals ging die Stadtverwaltung noch selbst davon aus, dass das Sozialticket unter die Haushaltssperre fiele. Offenbar hat es inzwischen Überprüfungen gegeben. Die Stadtverwaltung hat ihre Auffassung offenbar korrigiert. Und ich möchte jetzt wissen, welche konkreten Schritte wurden denn bisher unternommen, um das Sozialticket pünktlich zum 1. November 2015 einzuführen? Und welche konkreten Schritte werden noch unternommen, um das sicherzustellen? Und ich hoffe sehr, dass diese vergangenen 3 Wochen genutzt worden sind, damit die Antwort besser ausfällt als beim letzten Mal. Vielen Dank. Die Beantwortung übernimmt Herr Kollege Dr. Luna. Sehr geehrter Herr Scholbach, meine sehr geehrten Damen und Herren. Erstens, ich habe gestern den Vertrag zwischen der Landeshauptstadt Dresden und der DVB unterschrieben. Der Vertrag ist gestern zur Gegenzeichnung an die DVB übermittelt worden. Ich gehe davon aus, dass wir in den kommenden Tagen den mit der DVB ja ausverhandelten und vorbereiteten Vertrag unterzeichnet zurückbekommen. Zweitens, es ist eine Vorlage von mir in den Geschäftsgang gegeben worden, auch von mir unterzeichnet worden, mit der die erforderliche Anpassung der Satzung über den Dresden-Pass veranlasst wird. Das wird den Rat vermutlich relativ zügig erreichen. Nachfrage, Herr Schäfer. Ja, Herr Oberbürgermeister, das ist doch eine sehr positive Auskunft, wie ich finde. Das begrüße ich außerordentlich und dann hoffen wir sehr, dass wir alle gemeinsam es bewerkstelligen können, dass das Sozialticket dann pünktlich und erfolgreich zum 1. November eingeführt wird. Danke. Als nächste Fragen der die Bündnis 90 Die Grünen, Herr Schulze. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Frage richtet sich zum Verfahrensstand und zur Nutzung des sogenannten Servicebereiches der Wasserskianlage Kiessee-Leuben. Aufgrund einer von der Baugenehmigung abweichenden Bebauung und der Aufhebung des vorhabenbezogenen B-Planes erließ das Bauaufsichtsamt 2009 eine Abrissverfügung für diesen sogenannten Servicebereich der Wasserskianlage in Leuben. Konkret geht es um die Anlagen des Servicebereichs bestehend aus 6 Containern, für Sanitär- und Umkleidebereich, Lager- und Maschinenraum, Imbiss mit Terrasse sowie ein Beach-Volleyballfeld, welches abweichend von der im Jahr 2005 erteilten Baugenehmigung errichtet worden. In meiner mündlichen Anfrage vom letzten Jahr im November verwiesen Sie auf ein laufendes Rechtsbehelfsverfahren bei der Landesdirektion anhängig aufgrund des Widerspruchs des Betreibers gegen die Ablehnung des von ihm nachträglich gestellten Bauantrages. Meine Frage dazu, welchen Stand hat dieses Verfahren mittlerweile erreicht und welche Ergebnisse wurden bei diesen Verhandlungsterminen erreicht und welche weiteren Schritte werden von Seiten der Landeshauptstadt unternommen? Für Herrn Kollegen Marx übernimmt die Beantwortung Frau Jenichen.
Also in Vertretung des Bereichs Stadtentwicklung möchte ich Ihnen antworten wie folgt. Das Verfahren hat noch keinen neuen Stand. Also befindet sich immer noch im Stadium des Widerspruchsverfahrens, in dem die Landesdirektion als mittlere Baubehörde prüfen muss, ob sie dem Widerspruch stattgibt oder nicht. Die städtischen Behörden haben dem ja nicht stattgegeben. Dann noch eine Nachfrage. Vielen Dank erstmal für die Auskunft. Wir werden uns dann weiter regelmäßig erkundigen. In den letzten Wintern kam es immer wieder auch zu Verletzungen bei Wasservögeln. Wir hatten das auch schon mal angesprochen. Insbesondere Zug- und Rastvögel, die durch diese Abspannseile verletzt wurden. Es wurde festgestellt, dass die Flügel der Tiere abgetrennt waren und damit ein Weiterfliegen nicht mehr möglich war. Das wurde auch schon im vergangenen Jahr angesprochen. Welche Sicherungsmaßnahmen und technischen Lösungen wurden mittlerweile ergriffen, um die beschriebenen Verletzungen von Zug- und Rastvögeln in der kommenden Wintersaison zu verhindern? Da kann ich Ihnen dann für meinen Geschäftsbereich Umwelt und Kommunalwirtschaft antworten. Damit die Vögel nicht wieder Schäden erleiden wie im letzten Winter, wird das Umweltamt darauf dringen, dass an den Abspannseilen der Masten sogenannte Vogelschutzarmaturen angebracht werden. Also das sind solche Vorrichtungen, die dazu führen, dass die Vögel diese Drahtseile als Hindernis erkennen und umfliegen können. Das war bereits an anderen Stellen der Stadt erfolgreich und das Umweltamt meint, dass wir dem Problem so abhelfen können. Wir werden das aber weiter beobachten. Dann würde ich mich freuen, wenn sozusagen diese Sachen angebracht werden und dann auch eine Information dazu, also zum Vollzug, nochmal gegeben wird. Vielen Dank. So, als nächstes SPD-Fraktion, Herr Steinmann-Fischer. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, wir haben heute auf der Tagesordnung einen Antrag der FDP-Fraktion, der die Vorlage der Planungsunterlagen für die Stauffenbergallee vorsieht. Und der Kollege Franz Josef Fischer hat in seiner Anfrage erfragt, wann denn daran gedacht wird, diese Unterlagen vorzulegen. Da wurde darauf geantwortet, Ende 2016. Ich möchte heute fragen, warum sie noch nicht vorgelegt sind. Ich habe sie im Frühjahr selbst einsehen dürfen. Sie sind fertig. Man könnte jetzt in die inhaltliche Diskussion gehen. Und als Nachfrage würde ich gerne noch stellen, wann denn jetzt gedacht wird, diese Unterlagen einzureichen, insbesondere wenn der Antrag heute beschlossen wird. Vielen Dank. Die Beantwortung für den Geschäftsbereich der Entwicklung und Bau übernehme ich mal selber. Es gab ja zwei verschiedene Varianten, die bei dem Ausberg Stauffenbergallee in der Betrachtung waren. Das ist nach einer meiner Amtsvorgängerin im Dezember zunächst erstmal auf Halt gestellt worden. Wir haben uns dann im Frühjahr die Unterlagen immer wieder vorgenommen und haben einen weiteren Punkt, der auch aus dem Rat durchaus vorgetragen worden ist, hergenommen in der Prüfung, nämlich zu schauen, ob wir einen einfachen Deckentausch vornehmen für die Stauffenbergallee, auch unter der Beachtung, dass wir möglichst nie parallel Königsbrücke und Stauffenbergallee bauen sollten. Und warteten gespannt und warten immer noch gespannt darauf, dass wir mal vom Freistaat eine Aussage darüber bekommen, wie das mit den KP3-Mitteln geht. Kurze Nachfrage? Wir sind noch gar nicht dran. Hab vielleicht so lange Luft geholt, aber der Freistaat Sachsen ist das letzte Bundesland, was die den Kommunen zustehenden Mittel noch nicht durchgereicht hat und in Förderprogramme umgesetzt oder Förderrahmenbedingungen. Da ich ja weiß, dass zumindest Ihre Partei an der Landesregierung beteiligt ist, können Sie das ja mal vorsichtig vortragen. Das wiederum ist für uns schon Bestandteil gewesen, auch das zu überlegen, machen wir jetzt parallel eine grundhafte Sanierung oder machen wir erstmal einen einfachen Deckentausch, den wir auch zügiger realisieren können. Das ist der eine Punkt. Zweiter Punkt, in so einer wesentlichen Frage wollten wir auch den neuen Kollegen, der bekanntermaßen zum 8. Oktober seinen Dienst antritt, nie außen vor lassen. Und insofern würden wir das hoffentlich mit beiden Voraussetzungen dann zügig wieder auf die Agenda nehmen können. Ich möchte kurz nachfragen, ich bin Laie vielleicht in der Sache, was sind KP3-Mittel? Es ist vereinfacht, die Mittel, die der Bund für die Kommunen zur Verfügung gestellt hat, die in ähnlichen Verfahren wie damals im Rahmen Konjunkturpaket 2, nämlich
als die Wirtschaftskrise da war, vom Bund über die Länder den Kommunen für Investitionen zur Verfügung gestellt hat. Unter anderem ist auch diesmal festgehalten, ein Schwerpunkt Lärmsanierung von Straßen, insoweit mutmaßlich förderfähig und wäre durchaus eine Maßnahme, die man da gut vorstellen sich könnte. Bitte das schriftlich hier zur Verfügung zu stellen. Danke. Machen wir doch immer. So, dann haben wir als nächstes die FDP-Freie Bürgerfraktion, Herr Genschmar. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, im Dezember 2014 hat der Stadtrat nach langer Diskussion die Vorlage zur Schaffung zusätzlicher Unterbringungskapazitäten für besondere Bedarfsgruppen geschaffen. Ein Bestandteil des Beschlusses war die umfassende öffentliche Beteiligung und Information der Bürger. Unter anderem sollten in jedes Objekt vor Inbetriebnahme ein Tag der offenen Tür durchgeführt werden. Bei zahlreichen Objekten, die wir bis jetzt ans Netz gegangen sind, ist das so umgesetzt worden. Für das neue Objekt auf der Heidenauer Straße haben Sie mir schriftlich bestätigt, dass die Einrichtung am 30.09. eröffnet werden soll. Am 28.09. wird es eine Bürgerinformation im Ortsamt Prohlis geben. Abgesehen davon, dass die Information der Bürger relativ spät erfolgt, da ja dieser Eröffnungstermin schon seit Wochen bekannt ist, stellt sich für mich die Frage zur Umsetzung des Beschlusses der Vorlage V8514.3a. Dazu meine Frage, wann findet der Tag der offenen Tür statt? Die Beantwortung für den Geschäftsbereich Soziales in Vertretung übernimmt Herr Dr. Ludau. Ja, sehr geehrter Herr Genschmar, meine sehr geehrten Damen und Herren, ein Tag der offenen Tür erfolgt gemäß Beschluss 85/14 vor der endgültigen Inbetriebnahme des Objektes Heidenauer Straße 49, also voraussichtlich im zweiten Quartal 2016. Die anstehende Inbetriebnahme ab dem 30. September 2015 ist eine vorgezogene Interimsnutzung, welche den aktuell hohen Zuweisungszahlen begründet liegt. Dem genannten Beschlusspunkt 3a der Vorlage kann damit also, wenn auch zu einem späteren Zeitpunkt, noch entsprochen werden. Um eine öffentliche Beteiligung vorab sicherzustellen, wird am 28.09.2015 eine Bürgerinformationsveranstaltung stattfinden. Gestatten Sie mir dazu zwei Rückfragen. Zum einen, wie kann ich mir das vorstellen bei den anderen Einrichtungen, die den Tag der offenen Tür, wo der stattfand, waren ja die Asylsuchenden noch nie untergebracht. Wird das Objekt nochmal leer gewohnt oder findet das mit den Asylsuchenden statt? Also es kann ja sein, das wäre eine Information. Und kann ich das jetzt mitnehmen, dass diese Veranstaltung definitiv stattfindet? Sie meinen mit der letzten Frage, weil Sie gesagt haben, das kommt dann der offenen Tür. Genau. Also der Beschluss des Stadtrats bindet die Verwaltung, insofern können Sie mitnehmen, wir werden den Beschluss erfüllen und es gibt einen Tag der offenen Tür. Gut. Ob die Einrichtung zu diesem Zeitpunkt noch mal leergezogen sein wird oder nicht, kann ich Ihnen heute nicht sagen, weil ich Ihnen einfach ganz ehrlich sagen muss, wir werden im Moment auch regelmäßig mit neuen Situationen konfrontiert und wir werden prüfen, auf welchen Wege wir diesen Beschlusspunkt dann erfüllen können. Da werden wir uns möglicherweise was Kreatives und gegebenenfalls auch Unorthodoxes einfallen lassen müssen. Dazu erstmal Dankeschön und noch eine zweite Nachfrage. Das Objekt befindet sich direkt neben einem Umspannwerk, ist ja der Stadt bestimmt bekannt. Das Objekt, also dieses Umspannwerk, ist mit Stacheldraht eingezäumt und alle 3 Meter hängen Schilder dran, betreten verboten, Lebensgefahr. Werden die Schilder in die Sprachen der Ankommenden noch bis zur Eröffnung umgewandelt? Das würde ich als Anregung... Also auch im Objekt? Ihr Problem ist verstanden, das würde ich als Anregung mitnehmen. Ich kann dazu jetzt nicht allzu viel sagen. Geht ja mit Eigentumsverhältnissen los. Ein Umspannwerk befindet sich vermutlich nicht im Eigentum der Stadt. Wir müssen sehen, wie wir damit umgehen. Ich nehme das als Anregung zur Kenntnis und würde es entsprechend einspeisen. Schönen Dank und bitte um eine schriftliche Beantwortung. Danke. So, zum Abschluss der ersten Fragerunde für die Fraktionslosen, Herr Bauer. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, aufgrund der Neuordnung der Rechtslage sollen voraussichtlich ab 1. Januar 2016 die sogenannten unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, die UMA,
nach dem Königsteiner Schlüssel auf die Länder verteilt werden. Der Freistaat Sachsen rechnet für das kommende Jahr mit etwa 1500 dieser aufzunehmenden UMA. Und laut dem Lenkungsausschuss Asyl soll es dabei eine enge Abstimmung zwischen dem Land und den Kommunen geben. Dazu habe ich folgende Fragen. Wie genau gestaltet sich diese enge Abstimmung mit dem Land? Und gibt es derzeit bereits UMA in der Obhut des Dresdner Jugendamtes? Wenn ja, wie viele? Mit wie vielen UMA rechnet die Stadt Dresden für das kommende Jahr? In welcher Höhe werden dadurch Kosten entstehen? Und ist tatsächlich davon auszugehen, dass das Land Sachsen seiner Verpflichtung zur vollständigen Übernahme der Fallkosten nachkommt? Und welche weiteren Kosten entstehen, beispielsweise für Clearingverfahren, Vormundschaftsverfahren und medizinische Kosten? Weitere Frage, wird das Dresdner Jugendamt personell und strukturell weiterhin in der Lage sein, seine eigentlichen Aufgaben in vollem Umfang zu erfüllen? Und ist vorgesehen, zusätzliches Personal einzustellen? Wenn ja, wie viele Stellen? Letzte Frage, mit welchen Kontrollmechanismen wird geprüft, ob es sich tatsächlich um minderjährige Flüchtlinge handelt und dieser Status nicht missbräuchlich vorgegeben wird? Mit welchen Konsequenzen haben Flüchtlinge zu rechnen, die sich fälschlicherweise als Minderjährige ausgeben? Die Beantwortung übernimmt wieder Herr Dr. Lunau. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich versuche mal die Fragen der Reihe nach abzuarbeiten. Erste Frage. Derzeit erfolgen enge Abstimmungen auf verschiedenen Ebenen mit dem Land. Es gibt einerseits Fachgespräche mit dem Sächsischen Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz. Es gibt Abstimmungen in Gremien des Sächsischen Städte- und Gemeindetags und es gibt Abstimmungen im Landesjugendhilfeausschuss Sachsen. Im Jahr 2014 gab es insgesamt 27 Inobhutnahmen unbegleiteter ausländischer Minderjähriger. Die Anzahl ist im Jahr 2015 deutlich gestiegen, insbesondere in den letzten Monaten. Bis zum 31. August 2015 wurden insgesamt 75 unbegleitete ausländische Minderjährige durch das Jugendamt Dresden in Obhut genommen. Tagesaktuell befinden sich 27 unbegleitete ausländische Minderjährige in Obhut des Jugendamtes. Zweite Frage. Die Stadt Dresden rechnet im Jahr 2016 mit ungefähr 200 in Obhutnahmen dieser Art. Bei den durchschnittlichen Kosten pro Jahr wird von einem Wert zwischen 17.000 und 48.000 Euro ausgegangen. Die Hochrechnungen zur Ermittlung einer Pauschale laufen derzeit noch. Sie haben, Herr Bauer, selber einige Themen aufgerufen, die natürlich von Fall zu Fall sehr unterschiedlich sind, weshalb diese sehr große Spanne der anfallenden Kosten im Moment angenommen werden muss und wir in jedem Fall einzeln klären müssen, welche Kosten dann tatsächlich anfallen. Im Übrigen gehen wir selbstverständlich davon aus, dass eine entsprechende Zusage des Landes Sachsen hinsichtlich der Erstattung dieser Kosten eingehalten wird. Dritte Frage, das Jugendamt kann nur mit zusätzlichem Personal und Angeboten freier Träger die Aufgaben erfüllen. Das Personal wird entsprechend des Personalschlüssels und der Belegungszahlen aufgestockt. Die genaue Stellenzahl ist abhängig von der tatsächlichen Anzahl der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge. Dazu habe ich zugearbeitet bekommen, die ganz konkreten Zahlen, die im Moment eine Rolle spielen. Dabei ist es so, dass wir 3 Stellen zusätzlich schon besetzt haben und 2 Stellen im Moment bewilligt sind und ausgeschrieben wurden. Zur vierten Frage. Grundsätzlich werden alle vorhandenen Dokumente der jeweiligen Personen geprüft und bei fehlenden Nachweisen Alterseinschätzungen nach anerkannten fachlichen Standards vorgenommen. Im Falle der Volljährigkeit erfolgt keine Inobhutnahme durch das Jugendamt. Es werden auch keine Sanktionen erteilt. Ja, vielen Dank für die umfangreiche Beantwortung. Nur noch eine ganz kurze Nachfrage nochmal zu den Kosten. Sie haben ja jetzt schon Erfahrungen aus diesem Jahr und aus dem vergangenen Jahr. Die Stadt Dresden geht ja quasi mit den Fallkosten in Vorleistung. Also das heißt, sie legt das Geld erstmal aus und bekommt das dann im Idealfall vom Land Sachsen zurück. Und wie ist jetzt so das, wie kann man sich das vorstellen? Dauert das, wird es zum Ende des Jahres zurückgezahlt oder wird es dann einmal im Quartal zurückgezahlt? Und wie sind die Erfahrungen bisher? Also klappt das, dass Sie tatsächlich das Geld vom Land zurückbekommen im vollen Umfang? Da würde ich als Kulturbürgermeister darum bitten, Ihnen die Frage schriftlich beantworten zu können. Danke. Damit wäre die erste Fragerunde abgeschlossen. Wir steigen in die zweite ein. Es beginnt wieder die CDU-Fraktion. Herr Dr. Böhmekorn. Thank you.
Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, bereits am 15.12.2011 hatte der Stadtrat einen Beschluss mit einem klaren Auftrag an die Verwaltung gefasst, nämlich den Beschluss V1300-11, neues Verwaltungszentrum. Darin wurde die Oberbürgermeisterin beauftragt zu prüfen, ob sich durch die Einbeziehung von städtischen Unternehmen ein dauerhafter Standort für ein Verwaltungszentrum wirtschaftlicher als mit den in dieser Vorlage vorgestellten Varianten errichten lässt. Dem Stadtrat sollte das Ergebnis der Prüfung bis zur Haushaltsdiskussion 2013-2014 vorgestellt werden. Leider erklären nun alle Beschlusskontrollen unisono, dass an der Umsetzung dieses Beschlusses nicht gearbeitet werde, zuletzt in der Beschlusskontrolle vom 14. Juli 2015. Andererseits hatte ja der neue Bürgermeister, Herr Dr. Lames, in der Zeitung verlauten lassen, dass er beabsichtigt, ein neues Rathaus zu bauen. Deshalb stelle ich folgende Frage. Sind Sie als Oberbürgermeister in der Auffassung, dass ein künftiger weiterer zentraler Verwaltungsstandort möglichst nahe am neuen Rathaus gelegen sein sollte? Und beabsichtigen Sie nunmehr, die seit mehr als drei Jahren ausstehende Umsetzung des oben genannten Stadtratsbeschlusses energisch voranzutreiben? Oder beabsichtigen Sie gegebenenfalls auf eine andere Weise, das Problem eines neuen zentralen Verwaltungsstandorts aufzugreifen? Beziehungsweise wie wollen Sie mit dem Problem der Vielzahl der einzelnen Verwaltungsstandorte umgehen? Die Beantwortung übernimmt Herr Feuer. Ja, sehr geehrter Herr Dr. Böhme-Korn, zunächst mal zu der Frage, wie die Auffassung ist, wenn wir einen zentralen Verwaltungsstandort haben, ihm möglichst nah am neuen Rathaus gelegen zu sehen. Klar, wenn man so fragt, kann man nur eindeutig mit Ja antworten. Allerdings, wie das natürlich immer im Leben ist, ist immer die Schwierigkeit der Umsetzung. Auf eins will ich noch mal hinweisen, das mache ich ja ein bisschen gebetsmühlenhaft. Als der Kollege Dr. Lames noch auf der anderen Seite saß, hat er ja neulich auch so einen Antrag gehabt, da habe ich es auch schon wiederholt. Wir hätten ja schon längst ein neues Verwaltungszentrum haben können. Das ist das damals von der TLG. Wir hatten ja einen ausgehandelten Vertrag, komplett fertig. Petersburger Straße wäre es gewesen. Und damals hat ja nicht zuletzt die CDU mit zusammen mit der SPD ja das Thema verworfen und uns das mit aufgegeben, wonach sie jetzt fragen. Wir haben damals auch relativ schnell den Kontakt aufgenommen zur TWD. Da ist ja der zentrale Punkt gewesen, können wir vielleicht unter einem gemeinsamen Dach Synergien heben. Und die TWD hat uns aber relativ schnell signalisiert, dass sie Synergien anderer Art erstmal heben möchte, nämlich in dem Zusammenwachsen von Enso und Drewag, Sie kennen das ja, und dort natürlich auch ein räumliches Zusammenwachsen als Voraussetzung für das Heben von Synergien erstmal sieht. Und die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung ist da eher ein Prozess, der sag ich mal, aus der unternehmerischen Perspektive nicht der geeignete wäre. Insofern muss man das, glaube ich, akzeptieren. Da gibt es ja auch verschiedene Standortuntersuchungen. Und das haben wir mitgeitelt, auch in einer Beschlusskontrolle, dass seitens der TWD bzw. Drewag und Enso im Moment und wahrscheinlich auch dauerhaft andere Prioritäten gesetzt werden. So dass wir also als Verwaltung erneut alleine das Thema diskutieren müssen. Und wir haben ja eine Fläche vom Rathaus, die ja im Moment als Parkplatz genutzt ist. Da habe ich auch immer gesagt, die wird ja auch nicht verkauft, allenfalls Teilflächen daraus. Und das große Musical sehe ich auch noch nicht in Dresden, was vielleicht noch alternativ darauf kommt. Also die Flächen sind ja da, die Standorte, der Standort ist also gegeben. Aber im Moment werden wir uns vermutlich im nächsten Haushalt mit einer etwas drängendere Frage beschäftigen müssen, nämlich wie kriegen wir den Rest des Rathauses, des neuen Rathauses saniert und wie wollen wir das finanzieren, sodass das Thema des zweiten Verwaltungszentrums vermutlich in der Priorität erstmal weiter hinten liegt. Und ich persönlich finde ja die Situation im Moment so schlecht ja auch nicht. Es ist ja nicht so, dass wir wild in der Stadt die Ämter untergebracht haben. Diejenigen, die eng zusammenarbeiten sollen, sind ja auch relativ konzentriert. Ich denke an das WTC, Stadtplanungsamt, Bauaufsicht und andere sind da ja konzentriert. Ich denke an den Standort Grunaer Straße, Umwelt,
ist dort, Tiefbau, Hochbau ist da. Und das ist eigentlich alles relativ nah, sogar auch zum Rathaus. WTC ist nicht ganz so nah, aber zumindest näher als früher die Hamburger Straße. Insofern ist es vielleicht aus Sicht der Zentralisierung noch nicht die ganz optimale Lösung, aber ich verweise natürlich auch darauf, im Moment ist es natürlich auch eine sehr kostengünstige Lösung, wenn ich auf die Mieten schaue. Die Zusammenarbeit der Ämter, die Wegebeziehungen sind natürlich etwas größer, aber im Sinne des betrieblichen Gesundheitsmanagements bekommt das ja möglicherweise auch nochmal ein anderes Gewicht. Gut, danke schön. Wenn das auch der Standpunkt des Oberbürgermeisters ist, haben wir erstmal eine klare Positionierung, auf der wir dann aufbauen können. Danke. Als nächste Frage die Linksfraktion, Frau Abel. Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, mit der Antwort zur Volkshochschule kann man so nicht zufrieden sein. Stadt Dresden hat eine sehr wirtschaftlich arbeitende Volkshochschule mit einem sehr hohen Eigenanteil. Die Volkshochschule übernimmt enorme Verantwortung, was die Integration der Asylbewerber, Asylsuchenden betrifft. Sie macht die Bildungsberatung. Und ich möchte jetzt hier noch einmal genau wissen, was hat die Stadt Dresden unternommen, um einen zentralen Standort für die Volkshochschule zu finden? Welche Maßnahmen haben Sie aktiv unternommen? Nicht irgendeinen Vergleich nur, sondern mit wem haben Sie alles verhandelt? Welche Bemühungen sind gewesen? Denn immerhin haben Sie zweimal die Auflage bekommen, den Schilfweg, das Hauptgebäude instand zu setzen, bestimmte Dinge zu tun. Und jetzt können wir nicht mehr warten. Wir können auch nie auf den nächsten Doppelhaushalt warten, weil Ende 2016 die Betriebserlaubnis erlischt aufgrund des Nichtstun der Stadt. Und deswegen möchte ich gerne diese Frage etwas exakter beantwortet wissen. Das übernimmt wieder Herr Kollege Feuer. Ja, sehr geehrte Frau Apel, zunächst mal eine Korrektur Ihrer Aussagen. Wir haben kein Erlöschen irgendwelcher Betriebserlaubnisse an dem jetzigen Standort. Es ist also falsch, dass dann der Betriebserlaubnis Ende 2016 auslaufen würde. Wir sind uns, glaube ich, einig in der Fragestellung, dass die bauliche Situation sehr unzufrieden, sehr unbefriedigend ist an der ganzen Stelle. Und insofern muss man da was machen. Aber in dem Haushaltsplan, den Sie auch mit verabschiedet haben, ist für die Volkshochschule oder für den neuen Standort kein Cent drin. Und wenn man sich um einen neuen Standort bemüht, zum Beispiel einen Mietstandort, dann müsste man das normalerweise so angehen, dass man hierfür Geld in den Haushalt einstellt, danach eine Ausschreibung macht für einen Standort, um dann entsprechende Entscheidungen fällen. Ich kann nicht Ausschreibungen machen ohne eine haushalterische Grundlage. Insofern möchte ich ein bisschen korrigieren. Wir haben für eine erhöhte Miete Geld eingestellt. Das war direkt nur für eine Erhöhung der Miete, wenn ein anderer Standort gefunden wird, gedacht. Dieses Geld ist jetzt umgewidmet worden, zum Teil umgewidmet worden, für die Tonne, weil diese ausziehen musste. Also es ist nicht so, dass wir nicht an ein neues Objekt und höhere Mietkosten gedacht hätten. Eine Nachfrage. Die Volkshochschule hat die Bildungsberatung auch dieses Jahr übernommen. Was wird getan, um die Bildungsberatung über das Jahr 2015 hinaus zu erhalten? Denn die Verträge der vier Mitarbeiterinnen laufen jetzt zu diesem Jahr ja aus. Frau Appel, lassen Sie mich auf den Satz, den Sie zuerst gesagt haben, nochmal eingehen. Sie meinen damit, im Bereich der Kulturförderung haben Sie möglicherweise mehr Geld eingestellt. In dem Bereich, wo die Liegenschaftsverwaltung aber die eigentliche Anmietung organisieren müsste, ist nichts drin. Aber ich frage mich, wundere mich natürlich umso mehr um Ihre Anfrage. Wenn Sie das Geld selber umverteilen, dann wissen Sie ja umso besser, dass Sie kein Geld mehr für vorgesehen haben. Insofern sind uns dann ja die Hände da ist noch was übrig. Sehr gebunden. Ist nicht alles umgewidmet. Naja, wenn es ja mal ausreicht dabei. So, die Bildungsberatung, das hat der Kollege Seidel Ihnen ja neulich in einer Beschlusskontrolle bereits beschrieben. Wir haben hier insgesamt 4 oder gar 5 Förderprogramme vom Bund und Land versucht zu nutzen, haben weitestgehend im Moment bisher Absagen bekommen. Eine Sache läuft noch, da sind wir, glaube ich, relativ zuversichtlich, aber da wird es auch erst nächsten Sommer, so ist zumindest die Zuarbeit, die ich hier liegen habe, zu einer Entscheidung kommen, sodass wir also da in der Situation sind, dass wir dort im Moment ab 2016 wohl maximal 1,5 Stellen finanzieren können und dann mal gucken, wie das mit den
Förderanträgen dann im Verlauf des Jahres sich entwickelt, um dann vielleicht nochmal aufzustocken. Und eine zweite Nachfrage. Sie haben vorhin das Bundesbankgebäude erwähnt. Das ist ja aber nun erst seit ganz kurzer Zeit im Gespräch für Asylsuchende vom Lande her. Vorher haben, stimmt es, dass städtische Museen, besonders für diese Tresorräume und die Volkshochschule ein Interesse an diesem Bankgebäude angemeldet haben und dass bis Ende September ein Gebot vorliegen sollte von der Stadt? Also das Gebäude steht zum Verkauf schon seit einiger Zeit. Die Bundesbank ist ja nicht mehr drin. Und wir haben uns das auch angeschaut. Es hat auch Begehungen gegeben. Die Volkshochschule selber fand das einen sehr interessanten Ansatz dort. Er ist für die Volkshochschule aber auch ein bisschen zu groß. Verwaltungsunterbringung wäre natürlich auch interessant, die da noch zum Teil zu realisieren. Und insofern ist da bereits seit mehreren Monaten eine Diskussion im Gange. Aber im Moment ist da einfach eine andere Sachlage eingetreten, wie eben schon beschrieben. Danke. Wir kommen zur nächsten fragenden Fraktion. Das ist Bündnis 90 Die Grünen. Herr Dr. Deppe. Ja, Herr Oberbürgermeister, meine Frage bezieht sich auf die nach wie vor verkehrlich und ordnungsrechtlich sehr unbefriedigende Situation im Bereich der Loschwitzer Brücke, also vulgo blaues Wunder. Und ich möchte in diesem Zusammenhang wissen, erstens, welche Maßnahmen beabsichtigt die Stadtverwaltung zu ergreifen, um das derzeitige ordnungswidrige Parken von Kraftfahrzeugen am rechtzeitigen Elbufer, also auf Loschwitzer Seite im Bereich des Landschaftsschutzgebietes, zu unterbinden. Wieso erfolgen dort keine ordnungsrechtlichen Maßnahmen, insbesondere nachdem die dort zuvor befindliche Zugangsanlage, also die Polleranlage, derzeit außer Funktion ist? Und ich möchte zweitens wissen, was gedenkt die Stadtverwaltung zu tun, um der erheblichen Gefährdung von Radfahrern und Fußgängern durch das geduldete Parken am linksseitigen Elbufer, also auf Blasewitzer Seite, unterhalb des Blauen Wunders entgegenzuwirken? Warum findet diese Duldung weiterhin statt, insbesondere auch an Wochenenden, wo es einen sehr dichten Rad- und Fußverkehr dort gibt? Die Beantwortung übernimmt Frau Jenisch. Also ich beantworte jetzt wieder für den Geschäftsbereich Stadtentwicklung. Im Bereich auf der Lauschwitzer Seite ist ein Zeichen Z362 der StVO ausgewiesen. Und damit ist das ein verkehrsberuhigter Bereich. Diese Anordnung wurde im Zuge der Baumaßnahme Neubau Radweg zwischen Loschwitzer Brücke und Körnerweg im Jahr 2013 vorgenommen. Jetzt erfolgen dort regelmäßig, das heißt mehrmals in der Woche, Kontrollen durch den gemeindlichen Vollzugsdienst. Und es sind in diesem Jahr bisher 187 Fälle zur Anzeige gebracht worden. Im Bereich unterhalb des Elberadwegs besteht ein Verkehrsverbot für Kraftfahrzeuge. Hiergegen wurden in diesem Jahr bisher 390 Verstöße registriert und zur Anzeige gebracht. Das ist die rechtselbische Seite. Linkselbisch führt der gemeindliche Vollzugsdienst nach wie vor keine Kontrollen durch, weil er die verkehrliche Situation für uneindeutig hält und die Rechtslage für unklar. Folgenden Hintergrund hat das: Auf dem Schillerplatz sind vor der Kreuzung mit dem Elberadweg die Verkehrszeichen Z138-ZZ1000-30 STVO, Radfahrer kreuzen in beide Richtungen, angeordnet. Am gleichen Mast ist ein Zeichen Landschaftsschutzgebiet angebracht. Es ist auch Landschaftsschutzgebiet. Und nach § 5 Absatz 2 der Verordnung zum Landschaftsschutzgebiet Dresdner Elbwiesen und Elbarme sind dort insbesondere verboten, Kraftfahrzeuge und Fahrräder außerhalb der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze zu fahren oder abzustellen, beziehungsweise diese nicht auf ausdrücklich dafür zugelassenen Flächen zu waschen oder zu pflegen. Regelungen für den ruhenden Verkehr nach StVO sind dort allerdings bisher nicht angeordnet. Nun hat der Stadtrat am 14. Juli 11 ja beschlossen, den Bau eines dauerhaften und bewirtschafteten Parkplatzes auf dem sogenannten Festplatz in Loschwitz zu fordern. Und dann wurde im Zuge dessen im März 2013 der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nummer 396 Dresden-Loschwitz gefasst.
Die Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens war erforderlich, da eine Genehmigungsfähigkeit des Parkplatzes im Außenbereich nach § 85 Baugesetzbuch und bei der Lage im Landschaftsschutzgebiet Dresdner Elbwiesen und Elbarme im festgesetzten Überschwemmungsgebiet der Elbe und im Vogelschutzgebiet natürlich nicht gegeben war. Dazu hat inzwischen die frühzeitige Beteiligung stattgefunden, 6. Januar bis 7. März 2014. Und zurzeit wird der Entwurf des Bebauungsplanes erarbeitet. Eine der Grundlagen dafür sind dann aktuelle Erhebungen zur Parkraumsituation im betreffenden Bereich. Für den Parkplatz auf der Blasewitzer Seite werden ebenfalls zurzeit aktuelle Erhebungen zur Parkraumsituation erstellt. Eine Legitimierung beider Parkplätze wäre erst nach Vorliegen entsprechender Satzungsbeschlüsse durch den Stadtrat und dem anschließenden Inkrafttreten der Satzung möglich. Ein Zeitrahmen kann gegenwärtig nicht genannt werden, da neben den zahlreichen Einwendungen der Bürger die fachlichen Belange abgewogen werden müssen und die Erkenntnisse aus den Verkehrsuntersuchungen einfließen müssen, die erheblichen Bedenken gerade aus den Bereichen des Natur- und Landschaftsschutzes sind dem Stadtrat ja bekannt zu dem Thema. Gestatten Sie eine Nachfrage? Also ich möchte nochmal nachfragen zu der Situation auf der Blasewitzer Seite. Also wenn das rechtlich unklar ist oder uneinheitlich gesehen wird, dann wäre es ja vielleicht mal Zeit, das einer rechtlichen Klärung zuzuführen. Und ich möchte insbesondere auf die Unfallgefährdung dort hinweisen, die ein Eingreifen meines Erachtens dringend erforderlich macht. Also die Sächsische Zeitung hat gestern auch noch mal darüber berichtet, dass es dort eben doch einiges an Unfällen in letzter Zeit gegeben hat, sodass es, denke ich, auch ein, ja, wie soll ich es nennen, ein Pflichtverschulden der Stadt ist, wenn sie dort nicht Maßnahmen ergreift, um dieser Unfallgefährdung entgegenzuwirken. Ihre verständliche Frage nach einer Klärung der Situation und nach einer Gefahrenabwehr kann ich jetzt als Umweltbürgermeisterin so nicht konkret beantworten. Das würden wir gern schriftlich beantworten. Gut. Danke. So, dann kommen wir zur nächsten Fraktion, SPD-Fraktion. Herr Avenarios. Eine Frage als Laubegaster Stadtrat zu den derzeitigen Baumaßnahmen auf der Troppauer Straße. Ist geplant, im Rahmen der Bauarbeiten im Abschnitt zwischen Leubener Straße und Tauernstraße neue Parkflächen für Pkw zu errichten? Wenn nein, warum ist das nicht vorgesehen, obwohl der dringende Bedarf der Stadtverwaltung bekannt ist bzw. bekannt sein dürfte? Auch hier übernimmt die Beantwortung Frau Jenichen. Ich antworte jetzt wieder für den Geschäftsbereich Stadtentwicklung. Die Baumaßnahme auf der Traupauer Straße ist eine Baumaßnahme der Stadtentwässerung Dresden GmbH in Zusammenhang mit dem Ausbau des Altstädter Abfangkanals. Und das Straßen- und Tiefbauamt kann sich dieser Baumaßnahme aus folgendem Grund nicht einfach zur Herstellung von Parkflächen anschließen. Wenn man Parkflächen herstellen müsste, muss man Eingriffe im gesamten Straßenquerschnitt nötig machen und dann in Folge auch den gesamten Verkehrsraum neu gestalten. Das würde einen höheren Aufwand machen, ist in der Kürze der Zeit nicht zu bewerkstelligen und vorher müsste es natürlich eine Prüfung und Planung des Stadtplanungsamtes für die Neuanordnung dieser Straßenverkehrsquerschnitte geben. Danke. Und zum Abschluss der heutigen Fragestunde für die FDP-Freie Bürgerfraktion, Herr Fischer. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, eine Frage nochmal zur Königsbrücke, aber ganz weit oben im Norden. Für die Klotscher und auch die Mitarbeiter von Infineon sind die Radwege auf der Königsbrücker Straße von Stauffenbergallee bis Klotsche mehr als der tägliche Arbeitsweg. Seit vielen Jahren nutze ich die Strecke auch selbst. Durch die Konstruktion des stadteinwärtigen Radweges mit seiner Begrenzung durch das Geländer und den vor einigen Monaten und Jahren erfolgten Unfällen mit Motorradfahrern, mit Todesfällen am Geländer, weichen sehr viele Radfahrer auf den stadtauswärtigen Weg aus, sodass sich jeden Tag viele Radfahrer auf dieser Strecke entgegenkommen. Aus diesem Grund ist es auch dort schon zu Unfällen zwischen Radfahrern und Autos gekommen. Besonders kritisch wird die Situation vor allem an Ausfahrten wie der Araltankstelle bzw. Kreuzungen, an denen Autofahrer selten mit Radfahrern aus beiden Richtungen rechnen. Während an der Kreuzung Königsbrücke und Hermann-Mende-Straße
die Autofahrer mit einem Schild auf kreuzende Radfahrer hingewiesen werden, fehlen diese Hinweise weiter nördlich. Dazu meine Fragen. Weshalb erfolgt an den Einmündungen Meschwitzstraße, Manfred-von-Ardenne-Straße und Ausfahrt Aral-Tankstelle kein Hinweis auf kreuzende Radfahrer? Und zweitens, auch die Radfahrer benötigen Sicherheit. Weshalb gibt es keine Markierung auf den Radwegen? Hier übernimmt in Vertretung für den Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Bau Frau Jenisch die Beantwortung. Der Geschäftsbereich Stadtentwicklung hat mir auf Ihre Fragen, Herr Stadtrat Fischer, Folgendes zugearbeitet. Zur ersten Frage: An der Einmündung Meschwitzstraße auf die Königsbrücker Straße ist in der Meschwitzstraße das Zusatzzeichen Z1032 STVO, Radfahrer kreuzen von links und rechts, über dem Zeichen Z206 STVO, Halt, Vorfahrt gewähren, angeordnet. An den Einmündungen des Manfred-von-Ardenne-Rings auf der Königsbrücker Straße sowie an den Zufahrten der Aral-Tankstelle erfolgt kein Hinweis auf kreuzende Radfahrer, da der Radverkehr auf dem teilweise getrennten, teilweise gemeinsamen Geh- und Radweg der Königsbrücker Straße nur in Fahrtrichtung Nord zugelassen ist. Vor dem regelwidrigen Fahren stadteinwärts auf der stadtauswärtigen Radverkehrsanlage kann nicht mittels Verkehrszeichen gewarnt werden. Für eine besondere Hinweisbeschilderung auf kreuzende Radfahrer, die regelrecht auf der stadtauswärtigen rechtsseitigen Radverkehrsanlage fahren, besteht keine Rechtsgrundlage. Und zur Frage 2 ist die Antwort: Radwege werden mit Verkehrszeichen Z237 STVO, Radweg Z240 STVO, gemeinsamer Geh- und Radweg oder mit Zeichen Z241 STVO, getrennte Rad- und Gehwege gekennzeichnet. An Kreuzungen und Einmündungen werden Radwege mittels Furtmarkierungen kenntlich gemacht. Auf der Königsbrücker Straße nördlich der Stauffenbergallee sind an allen Einmündungen Furtmarkierungen angeordnet. Danke für die Antwort. Das heißt also, wir müssen uns sicher noch einsetzen, dass der Radweg auf der stadteinwärtigen Richtung noch verbreitet werden muss, denn bis jetzt bleibt es nach wie vor dort gefährlich. Dankeschön.